Kommen wir gleich zu einem weiteren Ratschlag, zu einem weiteren hilfreichen Tipp, den Paulus gibt in seinem Wort, wenn es um unterschiedliche Meinungen geht. Wir haben am Montag etwas gehört von dieser Grundhaltung, den anderen anzunehmen. Dem anderen damit auch zuzugestehen, dass er anders ticken darf. Wenn diese Liebe zum anderen da ist, dann hast du schon eine ganze Menge gewonnen, wenn ihr aufeinander trefft. Dass er dich nicht gleich als Gegner sieht, sondern dass er dich erstmal als ein Gegenüber sieht. Und dann sagt Paulus, also in Römer 14, eben nehmt den Schwachen dem Glauben an, da haben wir drüber gesprochen, und streitet nicht mit ihnen über Meinungen. In einer anderen Übersetzung heißt es, verwirrt ihn nicht, indem ihr euch streitet. Weißt du, man darf diskutieren und man darf debattieren. Und man kann den anderen fragen, hör mal, erklär mir mal, warum du so denkst, und der andere sollte das auch fragen. Und wenn ich von Fragen rede, dann müssen das echte Fragen sein. Der Satz, sag mal, du bist wohl bescheuert, ist auch eine Frage, aber das ist nur eine theoretische Frage. Wenn ich so frage, dann weiß ich, du bist bescheuert. Es gibt so einfache Fragen, die so reingeschmissen werden. Ja, sag mal, geht's noch? Wenn ich von Fragen rede, dann meine ich wirklich echte Fragen. Ich bin daran interessiert, wie du zu der und der Haltung gekommen bist. Was macht dich so sicher, dass du dich hast impfen lassen? Was macht dich so sicher, dass du dich nicht impfen lässt? Oder was hat dich so verunsichert? Was ist es bei dir? Und da sind ja unterschiedliche Antworten. Es ist ja nicht immer nur diese radikale Leugnung, sondern da sind ja auch verschiedene Bereiche von Menschen eben, die sich noch nicht impfen lassen. Also wirklich dieses Nachfragen. Das ist alles gut. Aber Paulus sagt, streitet nicht. Streit ist eine Eskalation von Debatten. Beim Streit geht es nur noch um Gewinnen und Verlieren. Und jeder will natürlich gewinnen. Und wir drücken den anderen runter. Streit ist nicht gut. Das muss man wirklich auseinanderhalten. Paulus sagt, streitet nicht über Meinungen. Hey, das bringt letzten Endes gar nichts. Deshalb, ich habe mir das wirklich angewöhnt. Ich diskutiere in dem Sinne nicht mehr im Sinne von Streit. Wer hat denn jetzt recht? Bin ich im Recht oder du? Ich mache das nicht mehr. Ich reagiere noch auf echte Fragen. Wenn Menschen echte Fragen haben, wenn sie mir nur noch Meinungen um die Ohren hauen und gleich irgendwie so, ja, weiß ich nicht, sehr, sehr lieblos und irgendwie so radikal und so einseitig, Schlagworte, die einen totschlagen. Totschlagargumente ist das richtige Wort. Dann habe ich keine Lust mehr drauf. Deshalb, Streit sollten wir untermeiden und vermeiden. Es geht um viel, viel wichtigere Dinge, als dass wir uns um diese Dinge streiten und zerfleischen und auseinanderleben und dann irgendwie hinterher noch vielleicht den Glauben absprechen. Wir kommen am Freitag noch zu dem Thema Verurteilen und Verachten. Zwei Dinge, die wir absolut nicht tun sollten. Aber heute geht es einfach darum, meidet diesen Streit an diesem Punkt. Lasst es besser stehen und sagt, wir kommen überein, dass wir nicht übereinkommen. We agree to disagree, so ist das im Englischen. Wir müssen uns an dem Punkt jetzt erstmal stehen lassen. Aber sobald wir anfangen, sagen, du liegst auf jeden Fall falsch, weil ich richtig bin, und deshalb kommen wir zu einer Verurteilung, und dann sind wir schon weit, weit wieder vom Herzen Gottes weg. Ich habe eine lange Zeit immer wieder versucht, mit Zeugen Jehovas zu diskutieren an der Tür. Die kamen immer zu unseren Türen und ich habe manchmal sie auch reingelassen. Ich habe es hinterher immer bereut. Es war eine endlose Diskussion. Warum? Sie hatten keine echten Fragen. Sie kamen zwar mit Fragen, aber sie wollten mir ihre Meinung überstülpen. Und ich dachte immer, ja, ich bin ja Pastor, ich bin ja auch ein bisschen bewandert. Es war so sinnlos, einem Menschen, der nicht hören will, ein Mensch, der keine echte Fragen hat, mit ihm zu streiten, ist völlig sinnlose Zeit. Ärgert einen hinterher über diese vertane Zeit. Und irgendwann habe ich sie auch rausgeschmissen. Aber das
hat mich so dran erinnert, eben im Augenblick, so wenn man mit Menschen anfängt, darüber zu streiten, es ist sinnlos. Du kannst heute keinen Menschen mehr überzeugen und sagen, guck mal, meine Zahlen, deine Zahlen in allen Ehren, aber meine Zahlen sind doch viel besser und genauer. Da beginnt schon der Streit. Lass Menschen an diesem Punkt stehen. Zieh dich besser zurück und sag, ich möchte mich mit dir darüber nicht streiten. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das heißt nicht, ich stecke den Kopf in den Sand oder ich resigniere, sondern ich will meine Zeit nicht vertun mit sinnlosen Streits über Meinungen, auch gerade an diesem Punkt. Mehr möchte ich dir heute am Mittwoch nicht sagen. Gott segne dich beim Vermeiden von unnötigen Streits. Wir sehen uns wieder am Freitag.